Nachdenkseiten. Ja, aufbauend auf der Argumentation des Kollegen in den Mails wird ja ganz klar formuliert, dass die Ministerin eruieren lässt, weil ihr ein offener Brief nicht gefallen hat, wie man diese 393 Unterzeichnenden oder Lehrenden an der FU Berlin sowohl förder- wie strafrechtlich sanktionieren kann. Und da würde mich schon interessieren, das ist ja ein eklatanter Bruch mit allen bekannten liberalen Traditionen des deutschen Wissenschaftsbetriebes, wie Sie diesen Versuch sozusagen politisch in diese Wissenschaftsfreiheit einzugreifen, wie Sie das rechtfertigt. Dann wiederhole ich gerne noch mal zwei Sätze aus, weil es vielleicht ein bisschen lang war jetzt. Also das BMBF hat den offenen Brief auf die Verfassungsmäßigkeit einzelner Aussagen auf rechtliche Aspekte hin überprüft. Die Hausleitung hat sehr zeitnah nach Erteilung des Prüfauftrags klargestellt, dass zuwendungsrechtliche Aspekte nicht Bestandteil dieser rechtlichen Prüfung sein sollen. Noch eine Nachfrage. In dem Mailaustausch wird zudem klar dargelegt, dass die Ministerin zu dem Schluss gekommen sei, dass die Hochschullehrer mit der Unterzeichnung des Briefes nicht grundgesetzkonform agiert hätten. Jetzt enthält dieser offene Brief, der ist ja öffentlich für alle einsehbar, lediglich die Bitte um Dialog mit den Protestierenden und nochmal die Betonung, dass friedlicher Protest erlaubt sein sollte im Rahmen der Universität. Und da würde mich nochmal interessieren, welche Passage ist deutet für die Ministerin darauf hin, dass die unterzeichnenden Hochschullehrer nicht auf Basis des Grundgesetzes agierten, als sie dies unterzeichnet haben? Die Ministerin hat nicht insinuiert, dass die Unterzeichnenden nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie hatte sich ja in der Bild-Zeitung geäußert, darauf geht das ja zurück, und hatte dort nur den Satz gesagt, gerade Professoren und Dozenten müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie hat also die Vorbildfunktion von Universitätsdozenten herausgestellt. Frau Wagemann, bei allem Respekt, aber ich bezweifle mittlerweile, dass Sie diese Mail selbst gelesen haben, wenn ich ganz kurz zitieren darf. E-Mail vom 13. Mai, 11 Uhr. In der Kommunikation der Leitung wurde auch angezweifelt, dass die Hochschullehrer auf dem Boden des GG stehen. GG in dem Fall steht für Grundgesetz. Das heißt, das kommt explizit im Gegensatz Ihrer Aussage in diesen Mails vor. Und ich würde ganz gerne wissen, welche Passagen in diesem offenen Brief laut der Ministerin dazu führen, dass die Hochschullehrer, die das gezeichnet haben, angeblich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes agiert haben. Also könnte ich meine Antwort von eben noch mal wiederholen, aber das hilft ja nicht viel. Ich habe ja gesagt, wie der Tweet der Ministerin lautete, Entschuldigung, nicht der Tweet, sondern das Zitat der Ministerin lautete, und dabei bleibt es. Ja, aber ich habe ja nicht nachgefragt, was sie der Bild-Zeitung erzählt hat, sondern was explizit in diesen internen Mails steht. Darauf hätte ich gerne eine Antwort, aber dann hätte ich als Nachfrage noch, was dem Ganzen auch auffällig ist, dass zunächst wird versucht, von der Ministerin zu eruieren, inwieweit sie die Unterzeichnenden als Einzelpersonen strafrechtlich und auch förderrechtlich sanktionieren kann. Das führt mich zu der Frage, ist der Ministerin bewusst, dass Bundesmittel des Bildungsministeriums ausschließlich an Institutionen und niemals an Einzelpersonen verteilt werden? Und ist der Ministerin auch bewusst, dass ein Hochschullehrer oder auch ein Angestellter dem Land Berlin untersteht, auch was Disziplinarrecht angeht, und nicht dem Bundesministerium? Also wie gesagt, ich habe die Erklärung der Staatssekretärin habe ich hier vorgetragen. Sie hat sich zu den Aspekten, die zur Debatte stehen, geäußert, und dabei möchte ich es gern belassen. Wir wechseln jetzt das Thema. Herr Viehwege wollte was zu zählen.